Großes Zuschauerinteresse gab es in den letzten Wochen an unserer Zusammenfassung der Fußball-Burgenland-Liga. Und ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Nach der dritten Runde werden es noch mehr sein. Denn der neue Spieltag hat es wirklich in sich gehabt. 27 Volltreffer gab es zu bejubeln in den 8 Spielen. Das sind 4,5 Treffer pro Partie. Außerdem gibt es am Ende unserer Sendung wieder unser beliebtes Fan-Voting für das schönste Tor der Woche für Sie. Also wir haben wirklich reichlich Fußball und Fußball pur im Burgenland. Verlieren wir keine Zeit und starten gleich mit der ersten Begegnung. Der SK Parma, der Aufsteiger, empfing den ASK Klingenbach und der bisherige Saisonverlauf könnte für diese beiden Teams unterschiedlicher nicht sein. Parma startete direkt mit 2 Siegen, während Klingenbach zweimal als Verlierer vom Platz ging. Ob sich der Favorit am Ende jetzt durchsetzen konnte, wir schauen rein. Der Aufsteiger aus Parma in den grünen Dressen von links nach rechts empfängt Klingenbach. Und die Parmener gleich im Vorwärtsgang, herrlicher Wechsel, Bass und die erste Möglichkeit und das war gleich ein Tor. Dritte Minute, Oliver Reiter. Wembley-Treffer in Parma, Oliver Reiter. Herrlich freigespielt von Edson da Silva und das sehen wir nochmal in der Wiederholung. Die Klingenbacher Abwehr nicht im Bilde, Lupfer per Latte geht dann der Ball ins Tor. Die Rettungstat von Stefan Schuler, dem Kapitän der Klingenbacher, zu spät. 13 Minuten gespielt, Dominik Adam beim Freistoß für die Klingenbacher, den lupft er rein. Und da hat Parma-Tormann Niklas Groß zuerst mal Mühe, aber dann hält er den Ball sicher fest. Die Klingenbacher jetzt über die linke Seite. Amar, schön gespielt. Aber dann der Abschluss von Staleda. Den kann Groß zur Ecke abwehren. 1:0 immer noch für Parma. 39. Minute, Eckball für die Gäste. Der kommt gar nicht mal so schlecht. Vielleicht im zweiten Versuch. Jetzt von der Grenze am 16-Meter-Raum. Und dann geht es rasch in die andere Richtung. Also Konter am eigenen Platz. Aber was für ein Tor macht Sebastian Todt da. 40. Minute. Er probiert es mal. Überlupft Tormann Schuller. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, warum soll ich weiterlaufen? Das geht auch von hier, von der Mittelauflage. Also tot mit dem Heber zum 2:0 nach einer Ecke von Klingenbach. So schnell kann es gehen. Und wir sind immer noch im ersten Spielabschnitt. Da kommt schon wieder Edson da Silva. Der hat den Turbo gezündet. Kein Foulspiel. Und der nächste Treffer für den Aufsteiger. Aber mal Sebastian Todt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit macht er das 3:0. Ja, der Körpereinsatz von da Silva. Regelkonform, sagt der Schiedsrichter. Trio Todt sagt Danke, macht den dritten Treffer für Parma. Nach Wiederbeginn wieder die Grün-Weißen im Vorwärtsgang. Kein Abseits. Und das ist der vierte Streich. Sebastian Todt innerhalb von 10 Minuten, wenn man die Halbzeit weglässt, einen Triple-Pack erzielt. Wir schauen nochmal. Ja, das ist sich gerade noch ausgegangen. Robin Dunjic hat da das Abseits aufgehoben. Todt macht das. Überlegt, netzt ein, dritter Treffer also für den Kicker aus Parma. Und die haben noch immer nicht genug. Die Klingenbacher da zum Abschuss bereit. Da ist der fünfte Treffer, Marcel Ciconia, 64. Minute, 5:0 also für Parma. Wir schauen das nochmal in der Wiederholung an. Der Freistoß von Ronec. Da kommt der Ball nochmal in die Mitte und Ciconia macht da den Schlusspunkt in dieser Partie. Und der Aufsteiger aus Parma feiert den dritten Sieg im dritten Spiel. Dieses Mal aber ohne Rückstand in einer Partie. Da will man dann Klingenbach nochmal einen Treffer gönnen, aber das sei ihnen an diesem Nachmittag nicht gegönnt. Endstand 5:0 für Parma.
Ja, zweimal war man in Rückstand geraten in den ersten Partien. Zweimal hat man das Spiel gedreht. Parma im dritten Spiel ganz klar gewonnen. 5:0 über Klingenbach drüber gefahren. Ja, die Gäste hatten keine Chance. Somit startete SK Parma, der Aufsteiger, hervorragend mit 9 Punkten in die neue Saison. Einen ähnlichen Saisonstart hat sich auch der Regionalliga Ostabsteiger Trasburg erhofft. Doch bislang konnte man erst einen mageren Punkt ergattern. An diesem Spieltag gastierte man in Schattendorf und war tatsächlich schon ein wenig unter Siegzwang. Ja, Schattendorf empfing den noch sieglosen Regionalliga-Absteiger Trasburg. Und die Gäste gleich mit der ersten Standardsituation, die kann von Schattendorf-Keeper Alexander Bernhard nur weggefaustet werden. Aber Chance dahin für die Gäste. Dann die erste Offensivaktion für Schattendorf. Es gibt den Eckball von Korancay, der kommt in die Mitte und haarscharf am Gehäuse vorbei. Das war die Riesenmöglichkeit für die Hausherren aufs 1:0. Nächste Standardsituation, da wird ein Ball weit nach vorne geschlagen, der wird direkt in den Strafraum verlängert und da ist das 1:0. Marco Warkek mit der Erlösung für Schattendorf in der 42. Minute. Toll gemacht, zunächst die Verlängerung von Korancay und dann ist es Warkek, der die heimischen Fans jubeln lässt. Wir gehen in die zweite Halbzeit, gibt's die Antwort von Trasburg. Ja, die gibt's. Aber die Abwehr von Bernhard, der kann hier den Gegentreffer verhindern. Dann der nächste Angriff der Schattendorfer. Mit der Riesenmöglichkeit aufs 2:0. Aber irgendwie schafft es Rafsan Janipur, hier diesen Schuss von Federer abzulenken. Das wäre die Vorentscheidung gewesen. Zugunsten der Schattendorfer. Und dann kommt es auf der anderen Seite, so wie es kommen muss. Schneller Konter vom ASV Trasburg. Ball landet bei Colin Iyobosa. Und der setzt sich da energisch durch, zieht ab und 1:1. Eine Stunde gespielt. Die Gäste haben die Partie ausgeglichen. Tolle Einzelleistung von Colin Iyobosa. Kann sich da gegen die gesamte Schattendorfer Hintermannschaft durchsetzen und lässt dann Keeper Alexander Bernhard keine Chance. Dann wieder Trasburg, Freistoß. Der springt auf, Bernhard verschätzt sich und es steht 1:2. Petr Mijatovic, 75. Minute. Trasburg dreht das Spiel und geht hier erstmals in Führung, da sehen wir es noch, der springt giftig auf, ziemlich genau am Fünfer und landet dann im Kreuzeck. Pech für Alexander Bernhard, aber gibt's die Antwort seiner Vorderleute? Das ist die Frage. Sie hauen sich so richtig rein und dann gibt's den Pass in die Gasse und der ist drin, 2:2. Sie gleichen das Spiel nochmal aus. Mate Skalka, 77. Minute, also die sofortige Antwort des SV Schattendorf. Toller Pass von Florian Schusser. Und dann ist es Mate Skalka, der sich diese Gelegenheit nicht entgehen lässt. Und das war es aber noch nicht. Einen haben sie noch. Die Trasburger, wieder Freistoß, der wird nur kurz geklärt und dann ist er drin. Patrick Mijatovic, 89. Spielminute. Das ist der 2:3 Siegtreffer für die Gäste. Wir schauen nochmal drauf. Die schaffen es nicht, die Schattendorfer, den Ball sofort zu klären. Und dann Mijatovic mit dem 2:3. Trasburg setzt sich also in einer unterhaltsamen Partie dank eines Treffers von Patrick Mijatovic kurz vor Schluss mit 3:2 durch und schreibt zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit voll an. Voll anschreiben wollte auch der Mattersburger Sportverein, nachdem das zuvor zweimal in Folge geglückt war. Der Aufsteiger präsentierte sich bisher bärenstark und hat gezeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen sein wird. An diesem Spieltag war der ASK Askö Kofidis zu Gast, der bislang nur einen Zähler am Konto gutschreiben konnte. Wie das Spiel ausgegangen ist, das schauen wir uns jetzt an.
Ja, Mattersburger SV gegen Askö Kofidisch lautete das Duell am Samstag Nachmittag. Wir starten gleich rein mit dem ersten Angriff der Hausherren und die erste tolle Möglichkeit, aber der Ball geht knapp über das Tor. Ein recht herzlicher Dank übrigens an die Kofidischer, die uns dieses Video zur Verfügung gestellt haben. Wir arbeiten daran, dass wir beim Mattersburger SV auch eine unserer Kameras installieren. Die aktuell dort installierte, da ist leider die Bildqualität nicht geeignet, um die Bilder in einer Studiosendung auch zu verwerten. Nicht verwertet wurde auch diese Top-Gelegenheit der Gäste, gerade noch auf der Linie geklärt. Dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Wieder ein Angriff der Mattersburger. Da wird der Ball schön durchgesteckt und dann gibt es den Abschluss von der Strafraumgrenze. Aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Alois Höller mit der Chance. Kofidisch dann mit dem Angriff über die rechte Seite. Gehen die Gäste hier in Führung, möchte man meinen, aber Tim Schreiber aus kurzer Distanz setzt er den Ball hier über das Tor. Riesenmöglichkeit für die Truppe von Sabolcs-Nemeth, hier in Führung zu gehen. Dann der Eckball für Kofidisch. Ja, Florian Englitsch, sein Schuss kann zunächst geblockt werden, dann gibt es aber nochmal die Möglichkeit, den Ball in die Mitte zu bringen. Wieder Englitsch und dann der Kopfball und knapp über das Tor von Nikolaus Oswald, der also hier nicht das 0:1 erzielt. Dann auf der anderen Seite Mattersburg mit der Gelegenheit. Kofidisch kann das zunächst klären, aber dann gibt es die zweite Anlaufphase der Mattersburger. Da ist wieder Alois Höller mit der Flanke in die Mitte und jetzt ist er drin. 1:0. Lukas Grimmer, 68. Spielminute. Der Mattersburger SV geht hier in Führung. Dann schauen wir uns nochmal an die Flanke von Routinier Höller. Und dann kann er hier aus kurzer Distanz abstauben, der Kapitän Lukas Grimmer, also mit dem 1:0. Wie lautet jetzt die Antwort von Kofidisch? Wieder eine Ecke von der linken Seite. Und da ist der Kopfball und da ist der Ausgleich. Florian Cencic mit der prompten Antwort in diesem Spiel. Die Partie somit wieder ausgeglichen. Kommt da am Fünfer zum Kopfball, kann sich da zwischen zwei Verteidigern davonstehlen. Und der vielumjubelte Ausgleich. Geht da noch was für die Gäste? Kopfballabwehr von Höller zu kurz. Dann Marco Cech, der Torhüter, auf Abwägen der Lupfer. Und dann kann Höller seinen eigenen Fehler auf der Linie wieder ausbessern. Riesenmöglichkeit für Kofidisch. Nochmal die Gäste. Die gehen hier aufs Ganze. Die wollen unbedingt drei Punkte vom Favoriten mitnehmen und die nächste Top-Gelegenheit von Cencic. Und diesmal kann sich Cech auszeichnen. Nicht das 1:2. Vielleicht machen es die Mattersburger besser. Lukas Seko mit dem Freistoß. Der wird in die Mitte gebracht und auch da landet der Ball nicht im Tor. Philipp Knotzer vergibt den Matchball. Es bleibt beim 1:1. Dieses Mal wurde es nicht mit einem Sieg für Mattersburg. Die Kübauer 11 kann sich nur über einen Punktgewinn freuen. Deswegen kann man trotzdem noch von einem gelungenen Saisonstart für den MSV sprechen. Zwei Teams, die ebenfalls gut gestartet und derzeit noch ungeschlagen sind, sind der ASK Horizon und die SPG Edelserpentin. Ob das nach diesem Spiel, nämlich im direkten Duell, immer noch so ist, wir schauen rein in die Partie. Horizon gegen Edelserpentin ist unsere Partie und die Heimischen mit dem weiten Ball nach vorne. Erste gute Möglichkeit. Buray, aber er scheitert an Erdei. Also, der Tormann der Edelserpentiner hat einmal alle Hände voll zu tun da. Das ist wieder Buray, der in Spiellaune heute hier erscheint. Und die Horizoner mit der nächsten Möglichkeit. Maschler, aber der ist
kein Problem für Patrick Erdei. Was haben so die Gäste offensiv zu bieten? Noch nicht so viel. Wieder die Horizona, Burei, keine Abseitsstellung, Burei am Weg zum 1-0 und dann wird die Fahne doch gehoben. Wir schauen uns das in der Wiederholung an. Ich sag mal, das war kein Abseits, aber es war knapp. Wir sagen nein und es war auch keine Fehlentscheidung. Also vom Schiedsrichter-Trio, Burei wäre da alleine auf Erde gelaufen, aber zurückgepfiffen, zu Unrecht. War aber auch nicht die einzige Abseitsposition oder Abseitsstellung, die dem Schiedsrichter gespannter Probleme bereitete. Sarosi auf der rechten Seite mit der Flanke. Edel Serpentin probiert es nochmal über links. Guter Schuss und dann steht es 1-0. Milan Angian, der Torschütze, der steht da goldrichtig in der Mitte und bringt die Gäste in Führung. Also komplett dem Spielverlauf entgegengesetzt. Die Horizona drückten auf das 1-0, die Führung machten dann die Gäste aus dem Südburgenland. Angian steht da richtig, braucht nur noch einschieben, 1-0. Horizon aber unbeirrt weiter nach vorne. Marschler mit dem nächsten Ball in den Strafraum. Kurzer Haken und das ist der Ausgleich. Vorwart mit dem Ausgleich, war zwar kein platzierter Schuss, aber Patrick Erde konnte ihn trotzdem nicht beendigen. Das schauen wir uns natürlich in der Wiederholung nochmal an. Da läuft sich Horvath in der Mitte frei, wird gut bedient. Eine Körpertäuschung und dann der Abschluss zwar mitten aufs Tor, aber der hat gereicht, Adam Horvath mit dem 1-1. Hochverdient natürlich. Edel Serpentin will das aber nicht auf sich sitzen lassen. Kleines Tänzchen, die Horizona da nicht gut im Attackieren. Und dann ist es ganz knapp, Abseitsposition aber angezeigt. Treffer hätte dieses Mal nicht gezählt. Wir springen in die zweite Halbzeit. Die Südburgenländer mit der Ecke. Zweiter Versuch wird geblockt. Vielleicht funktioniert es ja mit dem dritten Versuch. Wieder weiter Ball nach vorne und plötzlich klingelt's. Julian Schwarz nimmt den direkt, macht die Führung. 2-1 für die SPG Edel Serpentin. Schauen wir nochmal. Langer Ball. Alles konzentriert sich bei den Horizonern auf die Nummer 14, auf Kevin Strohmeier, den Kapitän. Aber sie schauen halt nur zu. Edel Serpentin geht wieder in Führung. 2-1. Die Horizon haben schon einmal den Ausgleich geschafft. Schaffen sie es nochmal. Burei und dieses Mal trifft er. 2-2. Ciao, Burei. Aber jetzt sagen wir, er ist abseits gestanden bei der Abgabe des Balles. Und wir schauen nach. Und dieses Mal war es wirklich abseits. Vielleicht eine Wiedergutmachung des Trios aus der ersten Halbzeit. Da haben sie ja abgepfiffen den Angriff. War es kein Abseits. Jetzt war es abseits. Wurde nicht abgepfiffen. Ja, den besten Tag hatten die Unparteiischen in dieser Partie nicht erwischt. Den Horizonern wird es wurscht sein, der Treffer zählt 2-2 und dann fast wieder Burei vor dem Tor, der gefährlichste Angreifer. Hier ist wieder Burei und der Treffer zählt dieses Mal nicht. Der Schiedsrichter zeigt zwar auf die Mittelauflage, aber dann doch eher auf Abseits. Burei und seine Kollegen beschweren sich da natürlich. Auch das sehen wir uns nochmal an in der Wiederholung. Ja, ganz klar, Burei im Abseits, Treffer zählt nicht. Es bleibt beim 2-2 zwischen Horizon und Edel Serpentin. Aufgrund der Punkteteilung dürfen sich beide Mannschaften darüber freuen, dass sie in dieser Spielzeit noch nicht besiegt werden konnten. Anders sieht die Sachlage beim SC Pinkerfeld und dem FC Deutschkreuz aus. Die Hausherren mussten sich in den bisherigen beiden Partien geschlagen geben. Die Gäste konnten zumindest schon einen Punkt einfahren. Ob eines der Teams dieses Mal voll anschreiben konnte? Ja, Pinkerfeld gegen Deutschkreuz, die beiden Mannschaften, die noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison warten. Die Hausherren gleich mit dem ersten Angriff in der 7. Minute. Ball kommt in den Strafraum geflogen und dann ist es Lacic Klaric aus kurzer Distanz. Bringt er den Ball nicht im Tor unter, das Ganze in der 7. Minute. Wie machen es die Gäste
aus Deutschkreuz, die mit ihrem ersten Angriff. Kustor leitet diesen ein, bekommt dann den Ball auch wieder zurückgespielt und dann kann er noch kurz abgewehrt werden von Andreas Dieriedl. Aber der Nachschuss von Benjamin Bettö, der landet im Kasten 0:1 in der 18. Minute. Wir schauen nochmal drauf. Zunächst die starke Abwehr von Andreas Dieriedl. Aber gegen den Nachschuss ist er dann genauso machtlos wie seine Mannschaftskollegen in der Abwehr. Gibt es eine prompte Antwort von Binkerfeld, noch verdeckt durch die Bäume. In Kürze wird dann auch unsere neue Kamera installiert. Dann haben wir dieses Problem nicht mehr in Binkerfeld. Ja, die Chance war zwar da, aber gehalten von Deutschkreuz-Keeper Horvath. Wir sehen die nächste Angriffswelle der Binkerfelder und wieder Horvath mit der Fußabwehr. Da bewahrt er seine Mannschaft vor einem doppelten Rückstand. Damit springen wir in die zweite Halbzeit. Binkerfeld sucht die Antwort, findet sie aber nicht. Der Ball landet an der Stange. Pech bei diesem Kopfball und der direkte Gegenzug, der Konter, das könnte doppelt bitter für Binkerfeld werden, wenn das Deutschkreuz gut zu Ende spielt. Da ist wieder Kustor, der den Ball nach draußen bringt und dann die Schussmöglichkeit für Christian Stutzenstein, aber der verfehlt das Ziel deutlich. Es bleibt weiterhin beim 0:1. Nochmal Deutschkreuz. Ja, und er wird gefährlich. Dieriedl kann den gerade noch über die Latte lenken in der zweiten Halbzeit. Da war gerade eine knappe Stunde gespielt. Einwurf Deutschkreuz. Binkerfeld holt sich den ersten Ball. Und dann ist es Lacic Klaric mit dem Pass in die Mitte. Und dann abgezogen von der Strafraumgrenze. Almahic mit dem 1:1 in der 83. Minute. Der SC Binkerfeld gleicht die Partie aus. Da schauen wir nochmal drauf. Der Haken und dann der sofortige Schuss. Und der zappelt im Netz. Keine Chance für Horvath zu reagieren. Wer holt sich jetzt den ersten Saisonsieg? Deutschkreuz versucht's. Mit dem Angriff kommt die sofortige Antwort. Ja, da schaffen es die Binkerfelder zunächst nicht, den Ball zu klären und dann die Riesenmöglichkeit. Aber irgendwie schafft es Hannes Gamperl, die Situation zu bereinigen. Da war Keeper Dieriedl bereits geschlagen. Jetzt sind wir schon in der 94. Spielminute und dann brechen in Binkerfeld alle Dämme. Jakob Walther, 94. Minute, 2:1. Die Hausherren gehen in Führung und begraben ihren Siegtorschützen Jakob Walther in der Jubeltraube. Der Joker hat gestochen. Binkerfeld holt sich den ersten Sieg in Runde 3. Ja, das war wieder eine knappe Geschichte. Binkerfeld fährt also den ersten Dreier in der aktuellen Spielzeit ein und gewinnt dank eines Last-Minute-Treffers von Jakob Walther mit 2:1. Das Beste haben wir uns natürlich für den Schluss aufgehoben. Sie dürfen sich nun auf ein wahres Torfestival freuen. Der SC Bad Sauerbrunn empfängt den SC ESV Pandorf. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diesen fußballerischen Leckerbissen. Bad Sauerbrunn in den violetten Dressen, die treffen auf die Pandorf und die haben etwas gut zu machen nach der Niederlage gegen Jenersdorf. Und die Poric 11 kommt über den Flügel, das ist Papa Dimitrio, Flanke 1:0, 9. Minute, Raul Bukur, der Torschütze. Herrlich gespielt, Papa Dimitrio, da mit all seiner Routine bringt er die Flanke rein und keiner passt auf Bukur auf. Stift er da zwar noch dran, aber er kann die Führung der Pandorfer nicht verhindern. Kruzler wieder mit dem Ball in die Tiefe, dieses Mal nicht auf Papa Dimitriou, sondern gleich auf Bukur und er macht seinen zweiten Treffer nach nur 16 Minuten. Also, das geht schnell hier in Sauerbrunn. Kruzler hebelt da mit einem Pass die komplette Abwehr auf.
Raul Bukur bleibt cool, schiebt den Ball an Stifter vorbei zum 2:0 für die Pandorfer. Also die Gäste mit einem sehr guten Start in diese Partie. Wir springen in die zweite Hälfte und die Pandorfer sind weiter im Angriff. Wechselpass von Haider auf die linke Seite. Und da klingelt es schon wieder. 3:0 und Sie dürfen raten, wer der Torschütze ist. Nein, nicht Bukur, sondern Krutzler. Er hat ja das 2:0 vorbereitet. Jetzt darf er selber ran. Wir schauen uns natürlich auch diese Szene nochmal an. Sauerbrunn verteidigt da nicht wirklich gut. Krutzler überlegt ins lange Eck zum 3:0. Die Partie dürfte entschieden sein. Die Sauerbrunner ergeben sich aber nicht ihrem Schicksal, sondern wollen es noch einmal wissen. Vielleicht aus der Entfernung knapp daneben. Der wurde noch abgefälscht, also kein Treffer zum 1:3. Die darauffolgende Ecke, kurz abgespielt. Und auch die Flanke kommt nicht schlecht raus. Mit der Faustabwehr, die Pandorfer können sich befreien. Von der Defensive jetzt in die Offensive. Da hat man dann mal den Ball verloren, holt sich den aber gleich wieder zurück. Die Sauerbrunner da hinten ungeordnet. Und dann geht's schnell und der zweifache Torschütze macht seinen dritten Treffer. Raul Bukur an diesem Abend, Man of the Match, 57. Minute, 4:0 für Pandorf. Aber das haben sie herrlich gespielt. Der Fersler und dann Bukur allein auf weiter Flur. Das lässt er sich natürlich nicht entgehen. 4:0 der Pandorfer. Wer jetzt aber glaubt, diese Partie ist entschieden, der sollte sich die letzten Minuten in diesem Spiel jetzt noch ansehen. Die Sauerbrunner auf einmal mit einem Energieanfall. 64. Minute. Wie gesagt, Spielstand 0:4 aus Sicht der Gremser Elf. Und plötzlich rennt es wie am Schnürchen. 1:4, herrlicher Treffer. Michael Kozak, der Torschütze, nur eine Minute nach dem vierten Gegentor, kann Sauerbrunn wieder aufholen. Kozak fackelt da nicht lange, schöner Schlenzer ins lange Kreuzeck. 1:4 also nur noch. Kommt jetzt die Aufholjagd der Heimischen. Eckball. Wir sind in Minute 70. Da waren sie ja auch schon das letzte Mal gefährlich vor dem Tor von Martin Kraus. Dieses Mal eine andere Variante und die ist auch besser. Benjamin Knesel, 2:4. Der Torschütze vom Dienst von Bad Sauerbrunn, der Ex-Bahndorfer, macht also das Tor hier. Der war einstudiert, dieser Cornertrick, Kraus geschlagen. 2:4 nur noch der Spielstand hier in Sauerbrunn. Und jetzt haben es die Heimischen natürlich eilig. Nächster Eckball, 90. Minute, vielleicht geht ja noch was. Wieder weit getreten. Die Pandorfer können sich befreien. Sauerbrunn bleibt im Ballbesitz, schneller Einwurf. Natürlich der hohe, weite Ball in den Strafraum und plötzlich klingelt schon wieder Sebastian Tisch. Der Torschütze, 3:4 nur noch. Sauerbrunn macht aus einem 0:4 ein 3:4. Unglaublich. Hier sehen wir es nochmal. Verspielen die Pandorfer hier diese komfortable Führung noch oder schaffen sie es drüber zu retten? Sauerbrunn wirft natürlich alles nach vorne und das ermöglicht Konter der Pandorfer und der ist drinnen. Florian Krutzler macht den Schlusspunkt zum 5:3. Und wie er den macht, schauen wir nochmal. Krutzler, der sieht Stifter weit vor seinem Tor. Bisschen unglücklich auch der Tormann, der Sauerbrunn, aber Pandorf gewinnt 5:3. Pandorf gewinnt also im Bad Sauerbrunn mit 5:3 und kann somit zur Spitzengruppe wieder aufschließen.
Blicken wir nun auf die gesammelten Ergebnisse des dritten Spieltags. Parma Klingenbach 5:0, Schattendorf Trausburg 2:3, Mattersburger Sportverein 2020 gegen AS Kofidis 1:1, Horizon gegen Edel Serpentin 2:2, Pinkerfeld gewinnt gegen Deutschkreuz 2:1 und Bad Sauerbrunn gegen Pandorf endet 3:5. Die Tabelle wird angeführt vom Aufsteiger SK Parma, welches als einziges Team bislang noch jede Partie gewinnen konnte und mit 9 Zählern die Tabelle jetzt anführt. Dahinter liegen der Mattersburger Sportverein und Edel Serpentin mit jeweils 7 Punkten. Komplementiert wird die Spitzengruppe von Leiter Brodersdorf und Pandorf, die bislang 6 Zähler gesammelt haben. Die zweite Tabellenhälfte wird von Jennersdorf angeführt, der bei 4 Punkten steht. Das Schlusslicht bildet Klingenbach, der als einziges Team bislang noch punktelos dasteht. Auf den Plätzen 15 und 14 liegen Deutschkreuz mit 1 Punkt und Kofidis mit 2 Punkten. Am Ende der Sendung haben wir noch ein Highlight für Sie parat. Auf fener.de können Sie über die schönsten Tore der dritten Runde abstimmen. Sie sind jetzt gefragt. Alle 5 Minuten können Sie voten. Und bis Montagabend können Sie auf fener.de Ihren Favoriten unterstützen. Den Gewinner geben wir in der nächsten Woche bekannt im Zuge der Studiosendung über die vierte Runde der Burgenlandliga. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit dem Tor der Runde und ich darf mich verabschieden vom fener.de Fußballstudio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, just no getting over you. No, no. Bring it back. Baby, I think about your 8 day. I tried to masquerade the pain. That's why I'm next to the roof. Dance to the groove. But there is no. Baby, it feels so right to dance to the beat of that heat between you and I. Free, free to the moment light. We like to live like that and pour them shots up in the glass. But there is no. Boom.